Hallo meine lieben Retro-Freunde, ich bin's wieder, eure Feli, und das ist Soleil. Jo, wir sind hier stehen geblieben, haben uns die Silbermedaille durchs Hüpfen verdient, haben auch durch einen netten kleinen Hasen das Hüpfen gelernt, aber können immer noch nicht mit normalen Menschen sprechen. As you can see. Wir ja mit den Tieren sprechen können, könnten wir das hier ja auch tun. Ich glaube, mit den ganzen Hühnern, die haben wir schon gequatscht. Was wir aber nicht gemacht haben, hier hat es noch irgendwo eine Kuh. Mit der möchte ich noch gerne reden. Wo ist die Kuh? Und irgendwie kommt es mir vor, als wäre ich schneller, wenn ich springe. Also, auf zur Kuh! Die weiß bestimmt auch noch so ein bisschen Rat. Ach, da unten ist er. Ich habe sie gerade gesehen. I see what you do there. You are fressening all the Blümchen. Ich mag Blumen. Ich kann nicht entspannen, wenn ich hier bin. Moment. Ich kann mich entspannen, wenn ich hier bin. Ja, schön für dich. Weiterhelfen tut mir das nicht wirklich. Naja, was soll's. Uns wurde gesagt, in der Anemonenbucht sind ganz, ganz viele Tiere, mit denen wir quatschen können. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nochmal zur Anemonenbucht, weil das letzte Mal habe ich irgendwie voll gefailt. Was ist das hier? Okay, da können wir noch nicht hin, aber das wird sich bestimmt auch noch bald ändern. Also, auf zur Anemonenbucht. Und ich sehe gerade, da unten war das Dahlien-Tal ein bisschen buggy. Aber das ist ja egal. Wir müssen hier hin. Oh, wir können hier gerade noch nichts machen, aber das können wir bald ändern. Oh, ganz viele Seesterne, ganz viele Seesterne. Bloß weg hier. Autsch. What? Okay. Da sind wir wieder hängen geblieben. Fein. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Weil die Kokosnüsse gehen mir ordentlich auf den Kranz. Ich mag die überhaupt nicht. So. Gate, 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 Gate. What? Whatever das jetzt war. Hallo, Schalter. Hallo, Apfel, den wir nicht brauchen. Hallo, unnötige Stelle, bei der man drüber springen muss. Naja, wir wollten irgendwie einen Weg zu Sonic finden. In der Hoffnung, dass wir es tatsächlich finden. Ein Apfel. Jetzt sind wir voll. Und, hepp. Stirb! Stirb, Kartoffel! Ich war ja auch so blöd. Ich habe natürlich nicht gesehen, dass man hier mit einem Schwertwurf durchkommt. Beziehungsweise weiterkommt irgendwie. Ich weiß bloß jetzt nicht wie. Aber das werden wir ja gleich sehen. Hopp. Und alle hopp. Ah, und guck mal einer an. Da ist ja Sonic. Vorher wäre ich hier. So. Noch ein Apfel einsammeln. Hallo, Sonic. Ich bin ein smarter Igel. Wenn du mich berührst, verbrennst du dich. What? Okay, Sonic, du bist wahrscheinlich etwas sehr, schön, ein weiterer Weg. Wir können ja jetzt hier hochgehen. Ein goldener Apfel! Der ist schon in Minecraft so wertvoll. Na okay, eigentlich inzwischen nicht mehr, weil ich glaube, den kann man ja jetzt auch mit, okay. Ist egal. Willkommen im Dorf der Tiere. Ein blauer, ein roter Elefant. Und was ist das hier?
Eine kleine Miezekatze und ein Bär? Hallo? Okay. Whatever. Dann wollen wir hier mal so ein bisschen gucken. Ramseys Tierverleih. Hereinspaziert, wenn Sie einen Partner suchen. Okay, dann gucken wir mal. Hallo, Ramsey. Du kannst dir deine Partner hier mieten. Ich stelle dir einige von ihnen vor. Ich kann dir das Leben retten, wenn du in der Klemme bist. Doch ich kann es nur einmal tun. Möchtest du mich für 50 Marlin mieten? Ja, bitte. Ich bin so froh. Ich kehre sofort zu Ramsey zurück, wenn ich meine Pflicht getan habe. Also, kein schlechtes Gewissen, Jan Jan. So. Haben wir mal für die Notfälle so ein paar Tätigkeiten getan? Was bist denn du für einer? Ich höre, dass der auf der anderen Seite des riesigen Felsens ein Tier ist, aber da können wir nichts machen. Wir könnten Schaden anrichten, wenn wir ihn bewegen. Das kann ich nicht zulassen. Bei Vulkania wird heiße Lava ausgespuckt. Das ist zu heiß. Nein, Captain Obvious ist obvious. Da können wir nicht durch. Ob wir da oben reinhüpfen können? Hüpp. Schade. Wäre zu schön gewesen. Jo. Was haben wir denn hier? Oberhalb befindet sich der Fels der Überlegung. Rechts der Fels der Unterwerfung. Berühre und tue Buße. Hallo? Hallo? Naja, whatever. Was auch immer das für komische Felsen sind. Mit den zwei können wir ja nicht reden, aber mit diesen netten Elefanten hier. Wir haben eine automatische Tür. Einige Leute müssen viele Male ihren Fuß auf die Schwelle setzen, bevor sie funktioniert. Es war die Idee von Herrn Affe, diesen riesigen Fels zu verwenden, um die Ungeheuer auszusperren. Doch mein Papa hat ihn dort hingebracht. Nur mein Papa ist stark genug, um den Fels zu bewegen. Okay. So, das heißt, ich muss hier jetzt mehrere Male... Hallo? Why you no go auf? Na, okay, dann halt nicht. Ach, guck mal an. Was ein geiles Gimmick. Ich kann hier durch den Zaun gucken. Ach, ist das cool. Ah, schön. Hase. Hallo, Hase. Ich habe vor der anderen Seite dieses riesigen Felses eine Stimme nach Hilfe rufen hören. Ja, warum kann ich eigentlich mit denen nicht reden? Und warum... Ah. Platz da, macht Platz für den Herrn Bär. Okay. Ich habe eine traurige Stimme von der anderen Seite des riesigen Felsens kommen hören. Da muss ein Tier dahinter sein. Du siehst stark aus. Warum bewegst du nicht den Fels und siehst nach? Ja, ich bin sehr stark. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Also, so stark bin ich dann nur auch nicht, meine liebe Butterblume. Om nom nom Blume. Ja, wie kriegen wir den Fels da jetzt weg? Sonst hast du keinen da. Dann werde ich mal in die andere Richtung gehen, also wieder raus und mal gucken, was hier noch so rumwuselt. Beziehungsweise, ob ich da vielleicht rankomme, mal sehen. Hier ist auf jeden Fall eine Münze. Ja, klar.
Mach alles nass. Ich bin am Überlegen. Okay. Ein Versuch war es wert. Also da rankommen wir nur nicht. Stirb! Sonic, hilf uns! Komm schon, Sonic, du smarter Kerl. Really? Ich sehe das so ein bisschen anders, aber okay. So, also sehr weit scheinen wir hier nicht zu kommen. Deswegen schlage ich jetzt vor. Also ganz spontan. Ich verstecke mich. Oder auch nicht. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wie kommen wir hier weiter? Ich meine, ins Dorf der Tiere bin ich ja jetzt gekommen. Aber was mir das tun nützen? I don't get it. Jetzt mal ganz ehrlich. Wo muss ich hin? Das wird wieder eine sehr wirre Aufnahme. Stirb! Vor allen Dingen, ich will diesen Apfel. Wie komme ich da nur hin? Vor allen Dingen, wer kann mir helfen zu sprinten? Ich müsste ja eigentlich sprinten lernen. Ich kann ja jetzt nur hüpfen und schlagen. Hüpfen und schlagen. Das mit der Tür funktioniert auch nicht so richtig. Ja, meine automatische Tür. Bla, 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 bla. Los, mach auf, ich will, dass du aufgehst. Los. Warum geht die Kacktür nicht auf? Das wurmt mich jetzt so ein bisschen. Aber ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt doch noch mal zu dem Vulkan da. Vulkanion oder wie das heißt. Und gucken uns dann noch mal um. In der Hoffnung, dass wir diesmal nicht verbrutzeln. Aber vorher habe ich noch irgendwie das Bedürfnis, noch mal zu speichern. Aber dann doch lieber hier, weil hier ist es etwas sicherer. So. So, auf nach Vulkania. Mal gucken. Hoffentlich kriegen wir kein Feuer unter den Hintern. Ich gebe dir einmal dein Leben zurück, wenn du stirbst. Ja, das hört sich gut an.